Für die heutige Praxis mit Vorbeugen, beginnen mit der Rückenlage. Nimm dir einen Moment Zeit, um hier anzukommen, den Boden unter dir zu spüren. Und von mir erfolgt eine verbale Ansage. Vielleicht kannst du dich nur auf die Worte einlassen, ohne ins Video zu schauen. Aber wir sind auch Augenmenschen und brauchen manchmal ein Bild, um das Gesagte überhaupt umsetzen zu können. Die Vorbeugung, um die es heute geht, bewirken eine Dehnung des gesamten Rückens, insbesondere der langen Rückenstrecker. Bei verspannter oder verkürzter Rückenmuskulatur tragen behutsam dosierte Vorbeugen dazu bei, um Verspannungen zu lösen. Die Vorbeugen schließen die Körpervorderseiten und laden dazu ein, vertieft auszuatmen. Und die tiefe und gründliche Ausatmung unterstützt das Lösen von körperlichen und mentalen Spannungen. Nimm den Atem wahr und mit dem nächsten Einatmen hebt die Arme durch die Luft, legt sie für die Schultern bequem nach hinten oder nach schräg hinten ab. Und ausatmend kommen die Arme wieder an die Körperseiten zurück. Letzte Wiederholung. Liegen lassen. Und nacheinander die Füße am Becken aufstellen. Die Vorbeugen beginnen mit einer Beugung der Hüftgelenke und dazu eine vorbereitende Übung. Das rechte Bein angebeugt zum Bauch heranziehen. Mit der rechten Hand von außen das Knie fassen, den linken Arm entspannt ablegen. Und hier das asymmetrische Apanasana mit dem Ausatmen, das rechte Bein etwas richter zum Bauch, zum Brustkorb heranziehen mit dem Einatmen. Das Knie wieder nach vorne schieben, dass der Arm lang gestreckt ist. Und wieder ausatmen, an. Hand bleibt am Knie und jetzt eine Bewegung nach außen und nach innen. Die Hand führt das Knie nach außen und zur Mitte und noch so ein bisschen über die Mitte hinüber nach links. Der Unterschenkel ist lokal, der Fuß ist lokal. Dann beginnt die Hand, das Knie zu kreisen. Dann kreisen, den Fuß locker lassen. Du kannst nochmal ausprobieren, wie es ist, wenn du jetzt bewusst den Fuß anspannst, flexst, Zehen heran, ziehst, wie wirkt sich das auf die Bewegungen, auf den Atem aus und dann den Fuß wieder locker lassen. Die Kreise dürfen größer werden, dazu die rechte Hand am Boden ablegen. Und den rechten Fuß am Boden aufstellen, das Knie sinkt nach außen. Das Bein gleitet auf der Außenkante lang aus und auch das linke Knie nach außen sinken lassen, ausgleiten lassen. Und nachspüren, vielleicht fühlen sich die Beine unterschiedlich an, Körperseiten. Und dann nacheinander die Füße am Becken aufstellen
Und das Gleiche jetzt mit dem linken Bein. Die linke Hand greift von außen das linke Knie und führt ausatmend das Bein gebeugt zum Bauch und einatmend das Knie wieder nach vorne schieben, dass der Arm lang ist. Auch das ist schon eine Rückbeuge für den Rücken, der gestreckt wird. Dann die Bewegung nach außen und nach innen. Die Hand führt das Bein. Hand reißt das Knie. Und die Hand lösen und das Knie nochmal etwas größer kreisen. Wieder aufstellen, das Knie nach außen sinken lassen, das Bein weitet aus. Ebenso das rechte Bein erst nach außen sinken lassen und lang ausbleiben. Mal nachspüren. Die Füße nacheinander am Becken aufstellen für Apanasana und Schulterbrücke. Im Ausatmen die Beine zum Bauch heranziehen, rechte Hand auf rechtes Knie, linke Hand auf linkes Knie, einen Atemzug bleiben und mit dem nächsten Einatmen die Füße am Becken aufstellen, den Po, den Rücken heben, die Schulterbrücke, die Arme nach hinten, nach schräg hinten oder seitlich, wie es für die Schultern heute passt, ablegen, wieder einen Atemzug bleiben und im nächsten Ausatmen die Beine dicht zum Bauch heranziehen, Unterschenkel und Füße locker für einen Atemzug. Im nächsten Einatmen dann in die Schulterbrücke, auch hier einen Atemzug bleiben. Die ganze Fußsohle ist auf dem Boden. Im nächsten Einatmen jetzt in die Beinhebehaltung, die Beine strecken, die Füße flexen, die Arme wieder nach hinten, nach schräg hinten oder auch seitlich ablegen. Den ganzen Rücken, den Po am Boden lassen. Ausatmen, wieder die Beine heranziehen, Apanasana für einen Atemzug. Nicht die Beine zum Bauch, sondern mal den Ausatmen zu aktivieren. Im nächsten Einatmen die Beine in die Senkrechte, für einen Atemzug bleiben. Nur einen Atemzug bleiben, ausatmen. Wieder anbeugen und die Füße am Becken aufstellen. Über die Seite in den Vierfüßler kommen, gerne, wenn die Knie empfindlich sind, eine gefaltete Decke unter die Knie legen. Ein Ablauf aus den Vierfüßler, Chakravagasana. Die Hände gut positionieren, die Finger sind aktiv, gestreckt, gespreizt. Und wenn jetzt der Po nach hinten zu den Fersen geht, ist das auch eine Rückbeuge. Diese Rückbeuge beginnt, dass die Hüften gebeugt werden. Der Po geht Richtung Fersen, der untere Rücken bleibt lang. Die Unterarme legen sich dann ab, dann rundet sich der mittlere und obere Rücken und ganz zuletzt den Kopf ablegen. Und wenn die Stirn nicht zum Boden kommt, nehmt euch auch hier am Kissen einen Block unter die Stirn. Mit dem nächsten Einatmen wieder aufrichten, in den Vierfüßler kommen. Die Hände bleiben an Ort und Stelle. Und wieder ausatmen, mit dem Beugen der Hüften beginnen, den Rücken lang lassen, der Po schiebt zu den Fersen. Die Unterarme legen sich von ganz alleine ab, der mittlere, der obere Rücken runden sich und zuletzt den Kopf ablegen. Wieder ein in den Vierfüßler.
Und noch einmal in Balasana oder Yoga Mudra, Kindesposition, zusammengerolltes Blatt. Ganz bewusst wieder einatmend in den Vierfüßler. Und aus in diese Rückbeugen-Variante. Hüften beugen sich, der Rücken bleibt lang und die Unterarme legen sich am Boden ab. Der mittlere, der obere Rücken rundet sich und dann zuletzt den Kopf abziehen. Eine letzte Wiederholung. Balasana bleiben und dann mit gestrecktem Rücken aufrichten, in den Kniestand kommen, die Arme heben, den Oberkörper aufrichten und ausatmen, die Arme sinken lassen, vielleicht in den Fersensitz kommen, der Po geht zu den Fersen, wenn es für die Knie möglich ist, ansonsten bleib im Kniestand. Von hier mit dem Einatmen wieder die Arme heben, über die Seite oder über vorne aufrichten, in den Kniestand kommen. Und von hier ausatmend in Balasana wieder die Hüften beugen, der Po geht nach hinten, der Rücken bleibt lang, den mittleren, oberen Rückenrunden zuletzt den Kopf ablegen. Die Hände sind immer nach vorne. Einatmen in den Vierfüßler. Die Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauen der Mund. Knie gerne etwas beugen, den Rücken mehr strecken zu können, die Hände schieben in den Boden, der Bauch will zu den Oberschenkeln und wieder gleicher Weg zurück, einatmen in den Vierfüßler, ausatmen, verlassen nach. Hände bleiben, Stirn ablegen, einen Atemzug hier vermeiden. Im nächsten passenden Einatmen kraftvoll in den Kniestand kommen mit gestreckten Rücken und ausatmen in deine Ausgangsposition, Fersensitz oder Kniestand. Und ein letztes Mal einatmen, in den Kniestand die Arme heben, den Knieoberkörper aufrichten, ausatmen, Balasana, Hüften beugen, Po zu den Fersen und zuletzt den Kopf ablegen. Einen Atemzug bleiben, einatmen in den Vierfüßler, Zehen aufstellen, aus, herabschauender Hund, den Rücken strecken, den Kopf locker lassen, die Hände aktiv, die Fersen dürfen gerne ein bisschen tiefer Richtung Boden gehen. Im Einatmen in den Vierfüßler. Aus, Balasana, Hände bleiben, die Unterarme legen sich ab, die Ellenbogen zuletzt den Kopf ablegen. Für einen Atemzug bleiben, einatmen, aufrichten in den Kniestand, gestreckte Rücken und aus, Ausgangsposition, Fersensitz oder Kniestand. Und von hier zum Sitzen kommen, die Beine ausstrecken. Die Hände auf die Knie legen und locker mit den Händen auf den Knien kreisende Bewegungen mit den Händen hier die Knie massieren. In die andere Richtung. Und dann gleiten die Hände weiter über die Vorderseiten der Beine bis zu den Füßen. Der Oberkörper kommt nach und an den Beinaußenseiten die Hände bis zum Becken führen, über die Leisten den Oberkörper so ein bisschen nach hinten legen, über die Leisten mit den Händen streichen und wieder über die ganze Beinvorderseite in Richtung Füße. Dann über die Seiten die Hände wieder zurück, ein bisschen den Oberkörper nach hinten lehnen und nochmal über die Leisten zu streichen. Ein letztes Mal die Beine über die Beine, die Hände über die Beine nach den Füßen bringen. Und dann aufrecht
sitzen, wenn lang sitzt, Beine sind lang, Oberkörper aufrecht, eventuell das Becken unterstützen. Wenn du merkst, der Rücken ist rund. Die Beine bleiben gestreckt und nur die Füße bewegen sich. Die Füße kreisen. Die Beine tun nichts, nur die Füße. Ohne die Beine zu bewegen, die Füße kreisen. Und in die andere Richtung. Und Füße wieder locker lassen, die Beine sind gestreckt und die Füße so ausrichten, dass die Zehen Richtung zur Decke zeigen, aber immer noch entspannt sind, also nicht die aktiv geflexten Füße. Und die Fersen ein bisschen dichter zum Becken heranziehen, dass die Knie gebeugt sind. Einatmen, die Arme heben, den Rücken strecken. Und das beginnt wieder mit der Beugung der Hüften. Den Bauch an die Oberschenkel legen, der untere Rücken bleibt lang. Dann rundet sich der mittlere, der obere Rücken und zuletzt den Kopf. Rund werden lassen, gehen Richtung Hals. Die Hände am Bein oder am Boden ablegen. Und zum Aufrichten den Kopf wieder heben, den Rücken strecken, die Arme kommen neben die Ohren und aus der Rückenkraft wieder aufrichten und aus, die Arme wieder in die Ausgangsposition zurück, erstmal zum Sitzen wieder kommen. Die Fersen ein Stück weiter nach vorne schieben, aber immer noch gebeugt in den Knien. Einatmen, die Arme heben, beugen der Hüften, langer Rücken, dann im mittleren, oberen Rücken nachgeben, die Hände am Bein und am Boden ablegen. Zuletzt den Kopf unten in Richtung Halskuhle und wieder einatmen. Kopf etwas heben, dass der Kopf Verlängerung der Wirbelsäule ist und wieder aufrichten. Und ausatmen. Arme zurück, Ausgangsposition. Und noch etwas mehr die Fersen nach vorne schieben und die Knie dürfen leicht gebeugt sein, aber die Beine dürfen auch lang am Boden liegen. Hier wieder einatmen, die Arme heben, den Rücken strecken, mit dem Beugen der Hüften beginnen, dann den Rücken lang lassen, im oberen Rücken loslassen, Kopf lassen. Ein, zwei Atemzüge bleiben hier. Und mit dem nächsten passenden Einatmen, dann wieder den Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule bringen. Aufrichten und ausatmen, zurück an die Körpersäule. Und dann entscheide für dich nochmal für ein statisches Üben, 5 oder 7 Atemzüge, wie die Beine jetzt ausgerichtet sein sollten, dass eine gute Vorbeuge hier geschehen kann, Knie etwas mehr oder weniger beugen. Es kommt also hier nicht auf die Beinstreckung auch an, sondern auf die Rückenbewegung. Und dann wieder einatmen, die Arme heben, Hüften beugen, den unteren Rücken lang lassen, dann im mittleren, oberen Rücken rund werden, die Hände ablegen, am Bein, am Boden, den Kopf einrollen. Und hier tiefe, ruhige Atmung. Und jedem Ausatmen. Loslassen. Im nächsten Einatmen wieder die Arme heben, den Kopf heben, den Rücken strecken, sich aufrichten und ausatmend Arme zurück. Ein Bein aufstellen, das andere Bein langstrecken, am gebeugten Bein festhalten. Das Knie schiebt nach vorne. Die Arme werden lang. Der Rücken rundet sich, der Bauch zieht nach innen. Jetzt mit ganz rundem Rücken abrollen, hin zur Halshöhle.
gleichzeitig Knie in die Hände schieben und den Rücken abrollen, in der Rückenlage ankommen. Fuß aufstellen, Ballen ausgleiten lassen. Füße nacheinander wieder am Becken aufstellen, nach den Vorbeugen, jetzt eine Rückbeuge, die Schulterbrücke hineinatmen, die Füße schieben in den Boden, den Po, den Rücken heben, die Arme gehen nach hinten, nach schräg hinten oder seitlich und ausatmend Arme und Rücken wieder zurück in die Ausgangsposition bringen. Im eigenen Atemrhythmus wiederholen. Einatmend in die Schulterbrücke und ausatmend wieder zurück. Eine letzte Schulterbrücke. Die Fußsohlen zusammenlegen, die Knie nach außen öffnen, auf den Außenkanten die Beine ausgleiten lassen. Für eine kleine Pause im Liegen nachzuspüren. Und die Aufmerksamkeit wieder zum Atem bringen. Die Füße nacheinander am Becken aufstellen. Die gebeugten Beine zum Bauch heranziehen. Und wenn wir einatmen, die Arme und die Beine in die Senkrechte strecken. Und ausatmen, Arme und Beine ein Stück voneinander entfernen. Die Beine gehen nach vorne Richtung Boden, die Arme nach hinten Richtung Boden. Und wieder ausatmen, alles in die Senkrechte zurück. Einatmen wieder, Arme und Beine voneinander entfernen und ausatmen, wieder in die Senkrechte. Einige Male wiederholen. Eine Position finden, wo du wieder ungefähr 5 Atemzüge bleiben kannst, also nicht zu weit Arme und Beine voneinander entfernen, aber dass du merkst, da wird gearbeitet. Die Beine wieder beugen, zum Bauch heranziehen, Hände auf die Knie legen. Die Füße am Becken aufstellen und über eine Seite in den Vierfüßler kommen. Die
Knie unter den Hüften oder einen Hauch dahinter, die Hände mit den Handgelenken unter den Schultern. Wenn es unangenehm ist, in den Handgelenken auch gerne ein Stück weiter nach vorne wandern, um den Winkel zu verändern. Nimm einatmen, den unteren Rücken sinken lassen, Brustbein neben Blick heben und Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauen, der Hund. Einatmen von hier in den schwebenden Vierfüßler, also die Knie nicht am Boden ablegen, die bleiben so 2-3 cm. Und ausatmen, wieder herabschauender Hund. Ein in den schwebenden Vierfüßler. Aus, herabschauender Hund. Und aus diesem Hund die Knie etwas mehr beugen und mit den Füßen in Richtung Hände laufen. Kleine Schritte. Die Beine sind gebeugt, der Bauch legt sich nochmal bewusst auf die Oberschenkel und den Rücken strecken. Das Brustbein heben, die Arme heben über die Seiten und dann mit gestrecktem Rücken aufrichten, dabei die Beine strecken, ganz nach oben kommen mit den Armen und aus, Arme zurück, im Stand ankommen, in der Berghaltung. Aktives Stehen. Und dann mit dem Einatmen die Arme über die Seiten kippen. Und ausatmen in die Tischposition. Die Hände auf den unteren Rücken ablegen. Auch hier die Knie gerne etwas gebeugt, wenn das für den Rücken erforderlich ist. Das Kinn sanft Richtung Halswirbel ziehen, ohne den Kopf sinken zu lassen. Dann die Hände über die Gesäßhälften an den Beinrückseiten nach unten gleiten lassen und weiter in die Vorbeuge kommen. Wieder die Hüften beginnen sich zu beugen, der Rücken bleibt lang und dann rundet sich der mittlere Rücken, der obere Rücken, zuletzt den Kopf einrollen. Und in der Vorbeuge vielleicht die Beine etwas mehr strecken, aber ohne dass es zu Lasten des Rückens geht. Zum Aufrichten die Knie aktiv etwas beugen und aus Kraft der Beine mit gestrecktem Rücken wieder Kopf etwas anheben, Rücken strecken, die Arme über die Seiten nehmen, nach oben aufrichten und ausatmen, Arme zurück, Ausgangsposition. Einatmen, die Arme heben und aus in die Tischposition, die Hüften beugen, der Rücken ist gestreckt, die Hände auf den unteren Rücken ablegen. Kinn heranziehen, Nacken lang. Noch mehr das Kinn heranziehen. Und im nächsten Ausatmen gleiten die Hände über das Gesäß, über die Beinrückseiten nach unten. Weiter in die Vorbeuge kommen, die Knie beugen, wenn es für den Rücken erforderlich ist. Und wieder mit gebeugten Knien aufrichten, gestreckter Rücken. Eine fließende Vorbeuge. Es beginnt mit dem Beugen der Hüften. Der Rücken bleibt lang, also ganz bewusst über diese Tischposition und dann weiter in die Vorbeuge. Zum Aufrichten die Knie beugen, dass die Kraft aus den Beinen kommt, den Rücken strecken, die Arme wieder über die Seiten mitnehmen nach oben. Und aus, die Arme zurück. Und jetzt mit Armbewegung einatmen, die Arme heben. Und ausatmen in die Vorbeuge. Hüften beugen, den Rücken erstmal lang lassen und dann weiter nach unten kommen. Zum Aufrichten der Rücken strecken, Knie beugen, oben kommen. Und aus. Jetzt gehen die Arme auch über die Seiten mit. Einatmen, die Arme über die Seiten heben und über die Seiten die Arme zurück. Mit dem gestreckten Rücken weiter. Die Füße am Boden lassen, die Knie beugen.
Und die Hände zum Boden bringen. Und wieder kraftvoll aus den Beinen aufrichten. Und Arme zurück. Wieder im Stand ankommen. Dann folgt ein Ablauf mit der tiefen Heldenhaltung, gerade Virabhadrasana. Komm in das vordere Drittel deiner Matte, damit Platz hinter dir ist. Mit dem Einatmen über die Seiten die Arme heben und ausatmen die Arme über die Seiten und in die Vorbeuge. Hüften beugen sich, der untere Rücken lang, dann mittlerer, oberer Rücken runden, weiter in die Vorbeuge, gerne die Knie etwas gebeugt lassen, die Hände am Bein oder am Boden ablegen, hier die halbe Vorbeuge, die Hände von vorne gegen die Schienbeine, einatmen, den Rücken strecken, kleines Hohlkreuz, Brustbein und Blick heben und ausatmen, in die tiefe Vorbeuge, die Knie so weit beugen, dass die Hände zum Boden kommen. Und dann geht es einatmend mit dem rechten Bein weit zurück. Das Knie am Boden ablegen. Im vorderen Knie ist ein rechter Winkel. Im nächsten Einatmen hier den Oberkörper aufrichten, das Brustbein heben, die Arme heben. Und ausatmend das vordere Bein langstrecken, die Ferse ist am Boden. Das vordere Bein ist lang gestreckt. Nochmal die Zehen heranziehen, die Ferse wegschieben. Den Bauch nach innen saugen. Und mit dem langen unteren Rücken weiter in die Vorbeuge über das lange Bein. Die Hände am Boden ablegen. Du lässt den Kopf einrollen, von hier wieder einatmen, aufrichten. Und aus in die Vorbeuge über das lange Bein. Aufrichten. Einmal in die Vorbeuge. Einatmen. Aufrichten. Und wenn es keine Probleme mit dem Knie gibt, die Arme einmal sinken lassen, den Po nach hinten schieben, dass du auf der hinteren Ferse zum Sitzen kommst und das Bein bleibt lang. Und auch hier nochmal einatmen, die Arme über die Seiten heben und ausatmen, die Hüften beugen sich, der untere Rücken bleibt erstmal lang, der mittlere, der obere Rücken runden sich, die Hände kommen zum Bein oder zum Boden, Kopf einholen. Kopf wieder anheben mit gestrecktem Rücken aufrichten und gleich wieder in die Vorbeuge über das lange Bein. Einatmen, aufrichten und aus in die Vorbeuge und hier bleiben. Es geht also nicht darum, dass die Nase unbedingt zum Knie oder zum Boden kommt, sondern dass ein richtig schöner, gleichmäßiger Bogen im Rücken entsteht. Und wieder einatmen, aufrichten. Ja, das Bein wieder nach vorne bringen, dann anbeugen, die Hände zum vorderen Fuß. Der vordere Fuß geht zurück in den herabschauenden Mund kommen. Dann die Knie gerne etwas beugen, die Fersen Richtung Boden sinken zu lassen. Ein kleines Hohlkreuzgefühl im unteren Rücken entstehen lassen. Hände sind aktiv, Hände schieben in die Matte und der Bauch. Bring noch ein bisschen mehr Richtung Oberschenkel. Mit dem nächsten Einatmen um den Vierfüßler. Ausatmen noch einmal. Balasana. Hüften beugen, unterer Rücken lang. Und dann zuletzt den Kopf einrollen. Und wieder einatmen, den Vierfüßler, Zehen aufstellen, aus, herabschauen, nach unten.
Knie etwas mehr beugen und mit den Füßen nach vorne laufen zu den Händen. Zum Aufrichten die Knie etwas mehr beugen, den Rücken strecken, wie aus Kraft der Beine nach oben kommen und ausatmen, Arme zurück. Das vordere Drittel der Matte kommen, das Platz hinter dir ist, für die andere Seite. Einatmen, die Arme heben, den Rücken strecken. Aus, erste Vorbeuge, Knie gerne etwas beugen, Hände am Bein und am Boden ablegen. Zuletzt den Kopf wieder rund werden lassen. Einatmen, die halbe gestreckte Vorbeuge, Hände an die Schienbeine. Brustbein, Blick heben und aus, die Knie so weit beugen, dass die Hände zum Boden kommen. Und dann geht das linke Bein weit nach hinten. Das Knie legt sich am Boden ab. Und der Oberkörper richtet sich auf, die Arme heben. Die Arme sinken lassen, das rechte Bein nach vorne strecken, dass es lang ist. Zehen zeigen nach oben zur Decke. Und wieder einatmen, die Arme heben und aus in die Vorbeuge über das vordere Bein kommen. Hände am Bein ablegen oder am Boden oder vielleicht habt ihr Blöcke, die ihr neben das Bein legen könnt. Wieder einatmen, mit gestrecktem Rücken aufrichten. Und aus in die Vorbeuge über das lange Bein. Die Hände am Boden, schiebt den Po nach hinten auf die Ferse. Nur wenn es für das Knie überhaupt möglich ist. Und im Sitzen einatmen, die Arme neben den Rücken strecken und wieder mit dem Beugen der Hüften bedienen. Langer unterer Rücken, rund werden im mittleren oberen Rücken, zuletzt den Kopf einrollen. Und wieder kraftvoll mit gestrecktem Rücken. Das noch zwei, dreimal wiederholen. In der nächsten Vorbeuge bleiben die Hände so ungefähr auf Kniehöhe ablegen, dass auch die Hände mithelfen können, hier wieder nach oben zu kommen, den Oberkörper aufrichten, den Po heben, das vordere Bein nochmal gebeugt heben, in die tiefe Heldenhaltung, die Arme heben, das Brustbein heben und aus, die Hände zum Boden herabschauen, der Hund. Vorderer Fuß geht nach hinten. Einatmen in den schwebenden Vierfüßler, die Knie nicht am Boden ablegen. Ausatmen, wieder herabschauender Hund. Ein schwebender Vierfüßler. Aus, herabschauender Hund. Und im Hund bleiben für den tanzenden Hund. Ein Bein etwas mehr beugen und die Zehen des Fußes umklappen auf die Fußnagelseiten, das andere Bein mehr strecken und das im Wechsel. Nochmal beide Fersen heben im Einatmen, beide Fersen senken im Ausatmen. Einatmen, beide Fersen heben und aus, wieder senken. Einatmen in den Vierfüßler, die Knie zum Boden. Die Beine schwenken zur Seite und
Schultern neben die Füße setzen, die Beine ausstrecken, auf den Sitzbeinen nach vorne laufen, dass die Füße mit der Matte abschließen und ihr Platz habt für den Kopf noch auf der Matte. Beide Beine lang strecken, aktiv geflexte Füße zählen zu den Schienbeinen, heranziehen, die Hände falten. Einmal die Finger verändern, dass die Finger eine Spur anders sind, die gefalteten Hände sich ungewohnt anfühlen, die Zeigefinger langlegen, den Bauch einsaugen, den Rücken runden, in Richtung Hals, gut, und jetzt mit dem runden Rücken Stück für Stück nach unten zum Boden kommen und die Arme sind wieder so ein Gegengewicht, dass sie ganz langsam und dosiert zum Boden kommen können und die Arme ablegen. Beine entspannen. Ein kurzes Nachspüren in der Rückenlage. Und die Füße wieder am Becken aufstellen. Eine Schulterbrücke. Und diese Schulterbrücke geht im Ausatmen in zwei Stufen wieder zurück in die Ausgangsposition. Der Atem wird in zwei Hälften geteilt. Ich sage das alles an. Mit einer Einatmung die Füße in den Boden schieben, den Boden in den Rücken heben, die Arme gehen nach hinten. Und im Ausatmen, in der ersten Ausatemhälfte nur den Rücken ablegen. In der zweiten Ausatemhälfte kommen die Arme wieder zurück an die Körperseiten. Eine normale Einatmung in die Schulterbrücke. Den Ausatmen, die Bewegung in zwei Hälften teilen. Erste Hälfte Rücken, zweite Hälfte Arme. Ja, einatmen in die Schulterbrücke und in zwei Etappen ausatmen. Zurück. Noch zwei Wiederholungen. Langsame Ausatmen. Zwei Hälften. Apanasana beenden und Apanasana mit einem Summen in der Ausatmung, wenn die Beine herangezogen werden, und das Summen muss auch nicht schön sein, ist nur wieder eine Methode, um den Atem, den Ausatmen länger werden zu lassen, und das war ja in der ganzen Praxis auch das Ziel, den Ausatmen zu verlängern, zu unterstützen. Ausatmend summen, die Beine zum Bauch heranziehen. Eigenen Atemrhythmus. Die Füße am Becken aufstellen, die Fußsohlen zusammenlegen, die Knie nach außen öffnen, die Beine gleiten aus. Und dann gibt es nichts mehr zu tun. Das Üben kann jetzt wirken. Zu Hause wieder gerne etwas länger in Shavasana bleiben.